Folklore und Freudentänze, als bekannt wird, dass Asli Erdogan aus der Untersuchungshaft erstmal entlassen ist. Die Anklage lautet Unterstützung und Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Der erste Verhandlungstag endet mit einer Überraschung. Jetzt ist sie erschöpft, Angst und Spannung fallen langsam ab. Es war wie ein Amoklauf. Und ich frage mich, sind in diesem Land alle verrückt geworden? Kann sie niemand aufhalten? Aslis Kolumnen sind beliebt bei den türkischen Lesern, nur dass sie eben in der Zeitung Özgür Gündem erscheinen und die ist kurdisch und der Regierung ein Dorn im Auge. Die Autorin, eine Verkünderin von Gewalt und Terror, wie türkische Behörden behaupten. Asli Erdogan, eine Schriftstellerin, die fast jeder kennt, ist Mitglied in einer Terrororganisation. Überlegen Sie doch mal. Asli Erdogan ist Schriftstellerin und nichts als eine Schriftstellerin. Während einer Razzia in der Redaktion wurden Asli und drei ihrer Kollegen festgenommen. Über 4 Monate haben sie im Untersuchungsgefängnis verbracht. Verzweifeltes Klatschen als versteckter Protest vor Prozessbeginn. Andere Formen des Widerstands sind kaum mehr erlaubt. Für völlig überzogen halten viele Türken die Vorwürfe gegen die Autorin. Dennoch, es sind nur wenige, denn Protest wird sehr schnell zum persönlichen Risiko. Inzwischen kann in der Türkei jeder festgenommen werden, der kritisch über die Verhältnisse im Land berichtet. Niemand kann diesen Staat noch aufhalten. Bilder, wie wir sie aus der Türkei seit Wochen kennen. Massenverhaftungen fernab aller Rechtsstaatlichkeit. Neben angeblichen Putschisten werden auch kurdische Oppositionelle und angebliche Regimekritiker verhaftet, meist ohne jeden Beweis. Die Strafen drakonisch. Längst ist jedes Maß, jede Verhältnismäßigkeit abhanden gekommen. Ein Beispiel von vielen. Erin Keskin ist Rechtsanwältin. Auch gegen sie laufen Verfahren wegen terroristischer Propaganda. Insgesamt sage und schreibe 140. Schon unter den Militärs war es schlimm, aber damals gab es im Gegensatz zu heute wenigstens noch eine funktionierende Justiz. Alexander Skipis hat für die türkischen Kollegen argumentiert, protestiert und gekämpft. Die Meinungsfreiheit in der Türkei wird zurzeit abgeschafft. Über 140 Verlagshäuser sind geschlossen worden. Es sitzen über 150 Journalisten, Autoren, Verleger im Gefängnis. Hier wird systematisch Meinung getötet. Asli Erdogan wieder auf freiem Fuß. In diesem Fall waren die Anschuldigungen wohl einfach zu aberwitzig und das Gericht machte Zugeständnisse. Eine seltene Ausnahme in diesen Tagen. Bis zum 2. Januar, gerade einmal 3 Tage, hat Asli Erdogan jetzt Zeit. Dann wird der Prozess gegen sie weitergeführt. Ausgang offen.